Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen dem THW Kiel und TuS Lübbecke. Die Partie endete 37:30 für den THW Kiel. Zur Halbzeit stand es 22:16. Bester Torschütze auf Kieler Seite war Philipp Biecher mit 8 Treffern. Als Gesprächspartner begrüße ich von unseren Gästen Trainer Dirk Beuchler und vom THW Kiel Trainer Alfred Gislason. Herr Beuchler, wie immer bei uns, die Gäste haben das erste Wort. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Erstmal wunderschönen guten Abend. Erstmal möchte ich Alfred und THW zum Sieg gratulieren. Ich denke, es geht vollkommen in Ordnung. Das ist ganz klar. Wir waren heute absolute Außenseiter bei dem Spiel. Ich muss aber trotzdem meiner Mannschaft für das muntere Spielchen Kompliment machen. Wir haben ordentlich gespielt, denke ich. Man sieht, mit welcher kleinen Mannschaft wir heute angereist sind. Und dann fehlen natürlich ein bisschen die Alternativen. Und habe da versucht, ein bisschen was zu probieren. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben mich ein paar technische Fehler geärgert, wo der THW dann gleich ein paar einfache Gegenstoße werfen konnte. Das war nicht so gut. Das ist halt das Spiel vom THW, dass sie sehr schnell nach vorne spielen. Aber in der zweiten Halbzeit oder am Ende der ersten Halbzeit mit der 5-1-Deckung, das hat relativ viel geklappt. Ich denke, Nikola hat dann auch in der zweiten Halbzeit gut gehalten. Und wir haben das Spiel offen gehalten. Wir haben jetzt mit 7 Toren verloren. Ich denke, damit kann man zufrieden sein, wenn man sieht, mit welcher Mannschaft wir gespielt haben. Wir haben jetzt am Sonntag beim HSV die gleiche Konstellation gehabt. Das war uns klar, dass die 2 Spiele verloren gehen. Unsere Planung ist jetzt, dass wir ab Montag wieder ins Training und dann voll einsteigen, auch mit den 3 Verletzten, die uns heute gefehlt haben, und dann uns auf den Dezember vorbereiten, wo wir viele wichtige Spiele haben. Und dann, denke ich, haben wir da die Priorität gelegt. Ich wünsche THW weiterhin alles Gute und Dankeschön. Vielen Dank. Alfred, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend. Ich bin deutlich zufriedener als vor ein paar Tagen in Flensburg, aber das war ein eigenartiges Spiel. Also natürlich war es klar, dass Lübbecke eine komplette erste Linie im Rückraum fehlt. Also die Leute, die Etamesh in Start 7 im Rückraum sind, die haben gefehlt, und das war klar, dass ja, das ist schwierig für die, viel zu wechseln und so weiter. Und auf meiner Seite war das nicht auch so, dass ich auch ein paar angeschlagene Leute hatte und mit Philipp und Menaron und konnte oder musste eigentlich den Leuten, die letzte Zeit wenig gespielt haben, gerade Jalusch, Chance geben. Das war eine, denke ich, eine ganz wichtige. Ein wichtiges Spiel für ihn, einfach mehr Spielanteile zu bekommen. Auch wenn er Fehler gemacht hat, hat er auch einige Sachen sehr gut gemacht. Und deswegen war das Hauptsache, dass wir wollten unbedingt die Punkte behalten, einigermaßen gut spielen oder so gut wie möglich spielen. Und wie Dirk vor dem Spiel sagte, keine Verletzte dazu haben. Und das ist zu uns beiden Mannschaften gelungen. Also wie gesagt, das war natürlich sind wir etwas lockerer als vor einigen Tagen nach dem Flensburger Spiel. Und wir haben jetzt ganz wichtiges Spiel am Wochenende gegen Płock. Da, wo wir um weiter im Gruppenplatz oder ersten Platz in der Gruppe kämpfen wollen. Und deswegen war das sehr wichtig, dass keine weiteren angeschlagenen Leute gekommen sind. Vielen Dank, Alfred. Gibt es Fragen tatsächlich? Gut, also keine Fragen für die große Runde tatsächlich. Alfred hat es gerade erwähnt, wir sehen uns wieder bereits am kommenden Sonntag. Anwurf ist um 14.30 Uhr für das wichtige Champions-League-Spiel gegen Płock. Für diejenigen, die es noch interessiert, es gibt noch eine Menge Karten an der Tages- und Abendkasse und im Vorverkauf. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimfahrt, viel Erfolg für den weiteren Saisonverlauf. Und Alfred und seiner Mannschaft drücken wir den Daumen für Sonntag. Vielen Dank für Ihr Interesse, kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.